Hallo schon mal an alle, die jetzt schon drin sind. Wir warten noch eine Minute oder zwei, bis alle reingekommen sind und dann werden wir gleich anfangen. Ich würde sagen, wir fangen an. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Daniel Freund. Ich bin grüner Europaabgeordneter. Herzlich willkommen zu dieser Debatte heute am Europatag, wie wir Europa noch stärker und noch besser machen können. Ich freue mich wahnsinnig dafür, so tolle Gäste heute Abend zu haben. Wir haben mit Pegger Edalatian die stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen. Und Pegger, du bist für die Europakoordination im Bundesvorstand zuständig. Ganz herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Anna Lührmann, Europastaatsministerin, auch von uns Grünen, macht sozusagen alles, was mit Europa zu tun hat und koordiniert alles für die Bundesregierung. Auch an dich, Anna, danke, dass du da bist. Ich glaube, bei mir ist das Bild gerade eingefroren, aber Anna ist sicherlich gleich wieder da. Und ganz herzlich willkommen, Joschka Fischer, ehemaliger grüner Außenminister. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute auch dabei bist. Ich komme gerade aus Straßburg. Wir hatten heute die Schlussveranstaltung der Konferenz zur Zukunft Europas. Das ist das Ende eines einjährigen Prozesses, wo wir mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit der Zivilgesellschaft, mit Politikern aus allen EU-Ländern jetzt ein Jahr lang Zukunftsfragen oder Fragen rund um die Zukunft der Europäischen Union diskutiert haben. So viel Bürgerbeteiligung gab es bisher noch nie. Zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Möglichkeit für jeden Einzelnen in der Europäischen Union auf der Online-Plattform oder bei zigtausenden Events, die in vielen Mitgliedsländern, in vielen Städten und Gemeinden vor Ort stattgefunden haben, sich einzubringen, Vorschläge zu machen. Das haben wir dann in 7 Sitzungen, Anna Lührmann war mit mir zusammen da immer dabei, diskutiert, also dann auch mit vielen Politikerinnen und Politikern von allen Ebenen. Und heute wurden die Empfehlungen, 325 an der Zahl, an Macron, an von der Leyen und an die Parlamentspräsidentin Metsola überreicht. Und damit ist so ein Stück die Frage, ne, Europa steht am Scheideweg. Was passiert mit diesen Empfehlungen? Das Spannende ist wirklich, dass gerade die Bürgerinnen und Bürger mit riesengroßen Mehrheiten wirklich weitreichende Empfehlungen gemacht haben, wo es, ne, durchaus auch die ein oder andere Vertragsänderung braucht. Da sind Empfehlungen dabei, viele, wo es um die Einstimmigkeit geht. Die haben immer wieder Probleme identifiziert, ne? Ob es nun bei Steuerfragen ist, ob es bei Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik ist, überall auch beim Schutz von Rechtsstaatlichkeit und unseren Grundwerten verhindert die Einstimmigkeit, dass Europa handlungsfähig ist. Wir haben es gerade heute gesehen, Viktor Orban hat jetzt das Veto angedroht beim Ölembargo der Europäischen Union. Das ist die Situation, in der wir jetzt also diskutieren. Wo geht's hin? Was machen wir mit diesen Vorschlägen? Kann das alles was werden? Ich fange mal an, Pega, mit dir. Putins Invasion
in der Ukraine hat jetzt dafür gesorgt, dass es bis zur Veto-Androhung von Orban heute eigentlich eine ziemliche Geschlossenheit gab. 5 Sanktionspakete, alle einstimmig beschlossen. Das haben wir in der Stärke bisher selten gesehen. Es gibt eine dezidiert pro-europäische Stimmung. Emmanuel Macron ist gerade wieder gewählt worden. Jetzt machst du, Pega, die EU-Koordination für uns Grünen. Und wir sind ja auch in der öffentlichen Wahrnehmung die Europapartei. Was heißt das für dich konkret und was müssen wir liefern, um bei Europapartei jetzt zu liefern? Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich an einem so wichtigen Tag heute von euch eingeladen wurde und in dieser Konstellation über diese sehr wichtige Frage diskutieren darf mit euch oder reden darf. Als Parteimensch, als stellvertretende Bundesvorsitzende und Europakoordinatorin bin ich eben auch zuständig für die Kooperation, Zusammenarbeit mit anderen grünen Parteien und europäischen Ländern. Ich werde im Juni mit einer Delegation nach Riga fliegen und dort werden wir mit der EGP zusammenarbeiten. Und ich möchte aber, bevor ich darauf eingehe, das hängt alles zusammen, nochmal etwas grundsätzlicher beginnen. Du hast gerade gesagt, 5, also erstmal positiv, die Menschen, die bei dieser Zukunftskonferenz mitgemacht haben, wollen mehr Europa. Das ist schon mal ein gutes Ergebnis. Auch wichtig, wie du gesagt hast, dass 5 Sanktionspakete verabschiedet werden konnten, dass da Europa handlungsfähig war. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Wir haben jahrzehntelang gesagt, in dieser globalisierten Welt mit diesen multiplen Krisen ist es so wichtig, auch die transnationalen Beziehungen sind, die wir aufrechterhalten wollen, wichtig, dass Europa als Akteur handlungsfähig ist, dass Europa zusammen agieren kann. Brechen wir das runter. Das heißt, dass Staaten in der Lage sein müssen, die Probleme gemeinsam ähnlich zu analysieren und Lösungskonzepte dafür zu entwickeln und dafür dann mit einer Stimme in verschiedenen, ich meine jetzt nicht das Einstimmigkeitsprinzip, aber eben mit einer einheitlichen europäischen Stimme darauf zu reagieren. Was wiederum bedeutet, dass man gemeinsame Werte braucht, gewisse Grundsätze braucht, Leitplanken braucht, anhand dessen man agiert. Und das ist immer, nach meiner jahrzehntelangen Erfahrung in Politik, ist das, was ich als gemeinsame Werte, als Grüne bezeichne, auch immer pragmatisch richtig. Das heißt, wenn ich sage, wir brauchen starke Grüne innerhalb von Europas, weil ich ja diese grünen Werte auch stärken will. Und das ist eben Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte. Als Feministin, die sagt, wir müssen die Gleichberechtigung der Geschlechter stärken. Wir müssen Antirassismus in Europa sicherstellen. Wir müssen die menschliche Sicherheit auch in Europa im Sinne von ökologischen und sozialen Gerechtigkeit begreifen. Wenn ich das sage, dann heißt das eben ganz konträr zu denen zu handeln und zu agieren, die rechtspopulistisch denken. Also du hast gesagt, Orban droht jetzt an, ein Veto einzulegen. Die Tories haben den Brexit durchgeführt. Wir hatten große Angst, dass Le Pen gewinnt. Wir dürfen nicht vergessen, wie viel Prozent Le Pen letztendlich gekriegt hat. Und er wäre uns Europa um die Ohren geflogen. Also da wäre Europa nicht handlungsfähig gewesen als Akteur. Deswegen brauchen wir eben gemeinsame Grundsätze, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Der zweite Aspekt ist eben, Europa erfahrbar zu machen, im Sinne von politischer Teilhabe, dass man als EU-Bürgerin, das ist das, was dir auch in dieser Zukunftskonferenz rauskommt, Europa erfährt. Und das ist die Ideen der Transnationalisten, föderale Europäische Republik, Europaparlament stärken, aber eben auch, dass Zivilgesellschaft zusammen agiert, Gewerkschaften zusammenarbeiten. Ich habe da zum Beispiel ein gutes Beispiel, auch ein positives Beispiel. Ich war in Frankreich und da war eine Gewerkschaft, die Reinigungskräfte, die in Hotelketten arbeiten, vertreten hat. Und diese Hotelketten haben angefangen, Subunternehmen einzustellen, die wiederum ganz schlechte, also die Arbeitnehmerrechte verletzt haben. Und die haben europäisch mit anderen Staaten zusammen für diese Rechte gekämpft, gemeinsam mit anderen Gewerkschaften, Feministinnen und hatten Erfolg. Und dadurch haben sie Europa erfahren. Und die nächste Säule ist eben die Kommunikation, Europa zu kommunizieren. Wir als grüne Partei in Deutschland versuchen ja in unserem Programm immer Europa zu mainstreamen, in allen Bereichen mitzudenken. Und wir haben sogar Luft nach oben in der Art, wie wir kommunizieren. Aber ich sage mal, für die deutsche Gesellschaft oder die deutsche Politikgesellschaft, die politische öffentliche Kommunikation ist da deutlich mehr zu tun. Ich höre Europa viel zu wenig in der Öffentlichkeit. Wir sagen ja auch immer, wenn es gut läuft, waren es die Politikerinnen in den Nationalstaaten. Wenn es schlecht läuft, war es Europa schuld. Das heißt,
Meine Herangehensweise, man hat verschiedene Arten und Weise, das, was ich gerade gesagt habe, die Handlungsfähigkeit Europas, jetzt auch gerade in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik eben auch sehr wichtig. Wenn man die stärken will, ist meine Herangehensweise ja jetzt konkret, dass man einmal die in Ländern, wo die Grünen eher so NGOs sind, dann noch kooperiert bei der organisatorischen Aufbauarbeit, um die Grünen da zu stärken. In Ländern, wo Grüne immer eine Opposition sind und viele Sachen noch unterschiedlich sehen, dass man da miteinander auf Augenhöhe und gemeinsam Dialog und gemeinsames Verständnis aufbaut. Und dann sind ja auch viele Grüne in verschiedenen europäischen Ländern an der Regierung. Und da ist es wichtig, dass man einen engen Austausch hat, um eben innerhalb Europas, aber auch in den internationalen Institutionen grüne Werte oder grüne Ziele besser durchsetzen kann. Also ich würde sagen, das sind verschiedene Pakete, Baustellen, die man bearbeiten soll. Soweit von mir. Danke. Danke, Pega. Joschka, 2002 gab es das letzte Mal einen Konvent, der eine Verfassung ausgearbeitet hat, also so der letzte Moment, wo wir einen großen Integrationsschritt vorbereitet haben, der dann in Referenten in den Niederlanden und Frankreich gescheitert ist. Wie ist deine Sicht darauf, also was ist damals falsch gelaufen an dem Prozess und ist jetzt ein Moment, den nächsten Schritt zu gehen, was die europäische Integration angeht? Ja, recht herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin in der institutionellen Frage natürlich, ja, Kind kann ich nicht sagen, gebrannt bin ich, ein gebrannter Opa. Und weil die Erfahrung, die wirkt immer noch heute nach. Der Konvent sollte das leisten, was nicht geleistet wurde nach dem Fall von Mauer und Stacheldraht und der Osterweiterung der Europäischen Union, nämlich eine institutionelle Reform zu erreichen. Diese institutionelle Reform hat es bis heute eigentlich nicht gegeben. Und wir waren im Konvent voller Hoffnung. Die Überlegung war, wenn wir das Europaparlament mit hineinnehmen, gewinnen wir Legitimität. Das war ein großer Irrtum. Das war eine bürokratische Öffnung, die aber auf die breitere Öffentlichkeit nicht wirklich Wirkung hatte. Und gescheitert ist diese Initiative an Frankreich. Niederlande kam danach. Hätte Frankreich anders gewählt, bin ich der Meinung, hätte die Niederlande nicht mit Hurra pro Verfassung gestimmt, aber sie hätten dafür gestimmt. Es war Frankreich und das darf man nicht vergessen, weil die entscheidende Frage ist, kannst du so viel politische Macht aufbauen, mobilisieren, demokratisch mobilisieren in den Mitgliedstaaten, dass der Druck auf die Regierung so groß wird, dass sie einer institutionellen Reform zustimmen müssen? Wenn ja, gut, dann wird es ein Erfolg. Wenn nein, vergiss es. Dann ist die ganze Liebesmühe vergeblich. Ich bin seit meiner Erfahrung im Konvent eigentlich sehr skeptisch, was die institutionelle Reform anbetrifft. Weil es ist eine Machtfrage. Und die Macht liegt in der EU nach wie vor bei den Nationalstaaten. Eine institutionelle Reform muss einstimmig akzeptiert werden und dann nicht nur von den Regierungen, nicht nur im Rat, sondern auch von den Parlamenten muss das ratifiziert werden. Das heißt, das ist natürlich, die Erfahrungen haben wir damals gemacht, eine Einladung an die Innenpolitik der jeweiligen Regierungsmehrheit zu versuchen, eins auszuwischen. Und in Frankreich führte das zu einer Spaltung der Sozialisten, das Referendum, das darf man nicht vergessen. Und auch die Überlegung von Chirac war innenpolitisch begründet, ein Referendum zu machen. Und da ging dann die französische Innenpolitik in die Vollen. Da ging es dann nicht mehr um Europa, der Vertrag wurde gelesen, aber es ging im Grunde genommen um französische Innenpolitik.
Und das Risiko ist enorm nach wie vor. Dennoch bin ich Optimist bei der jetzigen Initiative, weil die objektive Situation hat sich dramatisch verändert. Covid. Was hätten die europäischen Nationen ohne den europäischen Rahmen und ohne die europäische Koordination gemacht? Ich war jüngst in den USA und dabei kam mir der Gedanke, wo ist eigentlich die Covid-Krise am besten bewältigt worden? In dem Dreieck China, USA, Europa. Müssen die Europäer sich doch überhaupt nicht verstecken, wenn wir ehrlich sind. Bei allem, was besser gemacht werden kann. Aber insgesamt war doch diese für das europäische Chaos berühmte Kontinent die Nummer eins in der Lösung der Covid-Krise. Bei allen Problemen, die es unbestreitbar gegeben hat. Und auch bei der Entwicklung von Vakzinen waren wir vorne dran. Das darf man auch nicht vergessen. Insofern ist, denke ich, das eine Erfahrung, die die Möglichkeit einer Reform voranbringt. Und das Zweite ist die Aggression von Putin, der Krieg gegen die Ukraine. Ich meine, die EU steht vor einer Situation fundamentaler Neuorientierung. Und zwar nicht, weil sie es will, sondern weil sie es muss. Die europäischen Bürgerinnen und Bürger werden vor allen Dingen ein Interesse haben, an Sicherheit. Ich meine, dass wir nuklear erpresst werden von Russland. Dass die Ukraine ihr Existenzrecht in Frage gestellt wird. Dass sie als Staat verschwinden soll. Dass all diejenigen, die auf die Unabhängigkeit der Ukraine setzen, als Nazis gebrandmarkt werden, um einen notdürftigen Grund zu finden für diese Aggression. Das alles sind Dinge, die Sicherheit in Zukunft ganz anders in den Vordergrund stellen werden. Und Sicherheit heißt gewiss NATO. Und wir werden eine erweiterte NATO haben, weil Finnland und Schweden werden die Aufnahmeanträge stellen. Aber es heißt auch und gerade EU. Und ich denke, das erwarten die Bürgerinnen und Bürger. Wenn man also über Europa spricht, wird man über diesen gespaltenen Kontinent sprechen müssen. Es war ja die These, Europa frei und gemeinsam, also ein Europa, das hat sich als Illusion erwiesen. Es wird in Zukunft wieder eine klare, sehr gefährliche Trennlinie geben zwischen dem russischen Teil und dem Teil, der im Wesentlichen auf die EU, dem westlichen Teil, zurückgreift. Und insofern rate ich dringend dazu, diese Sicherheitsfrage in den Vordergrund zu stellen, weil damit nimmst du breite Teile des politischen Spektrums und der Bürgerinnen und Bürger mit, nicht alle, aber sehr viele, und kannst ausbrechen aus dem bürokratischen Käfig, in dem sich die Europapolitik leider allzu oft befindet. Insofern sehe ich da eine große Chance in dieser Krise. Und das trifft natürlich die Entwicklungslogik der EU. Die EU war nie ein Produkt einer durchdachten Strategie, war nie das Produkt eines Planes, sondern die EU war immer krisengetrieben. Insofern, du konntest lange reden und bist dann gescheitert mit den besten Ideen, wenn der historische Druck einer großen Krise nicht vorhanden war. Schau dir an, welche langfristigen Wirkungen die Euro-Krise hat. Schau dir an Covid, schau dir an hinterm Horizont heute schon die Balkankrise. Schau dir an die Ukraine. Und die Frage, die man auch stellen muss, ist, könnte denn die heutige EU mit ihren geopolitischen Herausforderungen überhaupt fertig werden, umgehen? Das ist nicht eine Frage der Abstimmung. Ich bin sehr für die Aufhebung der Einstimmigkeit. Aber es ist die Frage, ob die EU in ihren entscheidenden Institutionen überhaupt 44 Millionen Ukrainer auf einem wirtschaftlichen Niveau, das sehr viel niedriger sein wird, ohne zu kollabieren, akzeptieren könnte. Was ist mit dem westlichen Balkan? Was ist mit der Türkei? Was ist mit im Kaukasus, mit Georgien?
und anderen. Wir alle haben da als EU geopolitische Interessen. Das ist unbestreitbar. Aber wir können die nicht alle als Vollmitglieder aufnehmen. Dann kannst du die EU vergessen. Das funktioniert nicht. Dann würde die EU in ihren heutigen Strukturen kollabieren. Das heißt, allein durch diese historische Situation, in der wir uns jetzt befinden, und durch den Zwang zur Erneuerung der EU als geopolitischer Akteur mit geopolitischen Interessen, wird natürlich ein ganz anderer Druck auf eine substanzielle Reform ausgelöst. Und darauf würde ich im Wesentlichen setzen. Ich denke, das ist eine Riesenchance für Europa. Und mein Eindruck ist der, die Menschen, die sich so im Detail in Europa nicht auskennen, begreifen aber, dass in diesen großen Krisen wir als Einzelnationalstaaten nicht viel wären gegenüber den großen Akteuren auf der globalen Ebene. Und das gilt ja auch für die wirtschaftliche Neuausrichtung. Die Globalisierung, wie wir sie kennen, wird zu Ende sein. Und es wird eine Neuausrichtung bedürfen. Und aus dem Zusammenhang denke ich, gibt es wesentliche Punkte, um diese Krise zu nutzen für die Reform. Das ist mein Petitum. Ich danke euch. Danke, Joschka. Als wir vor 2 Jahren im Europäischen Parlament angefangen haben, darüber nachzudenken, wie würde denn ein Prozess aussehen, an dessen Ende man nochmal an die Verträge rankommt, haben wir als Grüne vorgeschlagen, lass uns doch inspirieren an dem Prozess, der in Irland stattgefunden hat, der zu 2 Verfassungsänderungen geführt hat, wo man mit zufällig ausgewählten Bürgerräten gearbeitet hat. Und am Ende ist in Irland mit großen Mehrheiten die Ehe für alle und das Recht auf Abtreibung beschlossen worden. Wir haben uns inspiriert von dem Prozess des Klimakonvents in Frankreich, auch von den vielen Bürgerräten, die Gisela Erler und die baden-württembergische Landesregierung in den letzten 10 Jahren durchgeführt hat und gesagt, das wollen wir versuchen, auf europäischer Ebene zu machen. Mit zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern, aber repräsentativ für die ganze Bevölkerung in der EU. Anna, wir waren zusammen jetzt die letzten Monate in dieser Konferenz, im Plenum, in vielen Arbeitsgruppen. Wie hast du das wahrgenommen, diese Arbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern, die Diskussionen über die großen Fragen in Europa? War das der richtige Weg? Und wie siehst du die Aussichten, dass diese Empfehlungen, die Bürgerinnen und Bürger mit uns zusammen da erarbeitet haben, dass aus denen jetzt was wird? Ja, ja, vielen Dank. Erstmal Entschuldigung, ihr hört mich alle gut. Ich bin hier, meine Internetverbindung ist nicht besonders gut, aber ich hoffe, es funktioniert einigermaßen. Also ja, also erstmal, ich bin jetzt seit Dezember erst dabei als Regierungsvertreterin in der Zukunftskonferenz. Und das letzte Mal, als ich mit Joschka enger zusammengearbeitet hatte, war er der deutsche Regierungsvertreter im Konvent und ich war im Parlament. Also von daher ist es auch spannend, dass wir jetzt hier heute Abend über das Thema diskutieren. Hört ihr mich noch? Weil ich ja. Bei mir ist, glaube ich, gerade. Wir hören dich, aber das Video ist aus. Aber hören ist wichtig. Kann jemand mal kurz was sagen? Hallo? Anna, wir hören dich. Wir hören dich gut, Anna. Sogar ja, ohne Video gut, okay, besser ja. Als mit Video. Alles klar, sind wir mal pragmatisch. Super. Ich bin hier mitten. Na, das ist auch gut. Ich bin hier mitten in Frankfurt und das Netz funktioniert nicht. Aber gut. Das ist eines der Themen, an denen wir arbeiten müssen. Nein, also ich fand die Diskussion super spannend und gut, gerade weil die Bürgerinnen und Bürger uns immer wieder daran erinnert haben, dass es um die Substanz geht, ja, also um, Joschka hat es gerade angesprochen, um Sicherheit, ja, um bessere Digitalisierung, darum, dass wir als Europa in der Welt bestehen, dass wir wichtige Güter bei uns auch herstellen, unabhängiger werden von Autokratien. Also hier sind sozusagen diese ganzen über 300 Vorschläge, die sind ja in ganz, ganz vielen Politikbereichen,
ganz viele konkrete Punkte. Und wenn man sozusagen da mal eine Klammer drum macht und das dann auch noch zusammenzieht jetzt mit der aktuellen Krise, die das Ganze wirklich nochmal uns nochmal ganz anders herausfordert, dann sehen wir eben, dass wir in drei großen Bereichen wirklich Europa brauchen und eine handlungsfähigere EU brauchen. Der eine Bereich ist die Sicherheit, die eben so stark herausgefordert ist wie kaum seit dem Zweiten Weltkrieg. Das zweite Thema ist die Solidarität. Das sehen wir auch jetzt zum Beispiel in der Reaktion auf die Frage, wie können wir jetzt unabhängig werden von russischen Energiequellen. Da sehen wir, das schaffen wir nicht als Einzelländer alleine, sondern das schaffen wir nur, indem wir dann auch solidarisch sind, indem wir dann zum Beispiel in Deutschland Öl via Polen beziehen, indem wir alle solidarisch sind mit Bulgarien, wenn es um andere Energieträger geht, indem wir gemeinsam uns zusammentun und den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigen. Und das Thema, das dritte Thema eben der Souveränität, dass wir, wenn wir jetzt uns global in einem Wettbewerb befinden mit Autokratien wie Russland, wie China, dass wir es eben schaffen müssen, uns zusammenzuschließen, um unsere Abhängigkeiten hier zu verringern. Und ich glaube, diese drei großen Assets, Sicherheit, Solidarität, Souveränität, die führen dazu, dass in der Tat jetzt so ein historischer Moment entsteht, dass wir uns noch mal innehalten und sagen, Moment mal, brauchen wir dafür nicht auch eine effizientere, eine handlungsfähigere institutionelle Architektur? Und das fängt sozusagen bei den Fragen an, die wir damals, Joschka, schon vor 20 Jahren im Konvent diskutiert haben. Thema Größe der Kommission, Thema Stärkung des Europaparlaments, Thema Transparenz. Aber da geht es in der Tat auch um das große Thema der Frage der Erweiterung und wie wir Aufnahme vorantreiben. Das wären dann sozusagen sechs Länder nochmal. Und dann haben wir ja drei weitere neue Mitgliedsanträge, Ukraine, Moldau und Georgien. Und hier hat ja Präsident Macron auch vorhin nochmal sehr interessant den Punkt einer europäischen Konföderation in den Raum geworfen. Das ist sicherlich etwas, über das man in Ruhe erstmal diskutieren muss, überlegen muss, wie kann das auch. Jetzt habe ich gerade wieder verloren. Wie kann das auch hinausgehen über das, was Beitrittspartnerschaften jetzt schon sind? Aber ich glaube, wir sind jetzt wirklich an einem Punkt, wo wir uns in Ruhe zusammensetzen müssen, in Ruhe diskutieren müssen, zum Beispiel im Rahmen eines Konventes über diese ganzen Fragen. Also wie schaffen wir eben die Institutionen in allen europäischen Institutionen, da gehört der Rat dazu, aber auch die Kommission, das Parlament, ist eben wirklich schaffen, dass wir es in den jetzt besser. Vielleicht machen wir hier einen kurzen Punkt und du versuchst sonst nochmal dich über das Telefon einzuwählen. Vielleicht ist da der Empfang. Dass wir es wirklich schaffen, in den Institutionen die nächsten Schritte zu gehen nach der Zukunftskonferenz und sowohl die Vorschläge, die Politikfelder angehen, als auch die institutionellen Vorschläge eben ernsthaft zu diskutieren und Lösungen zu finden, konkret. Okay, danke, Anna. Ja.
sorry für die technischen Probleme an dieser Stelle. Bevor wir jetzt gleich in die Frage. Okay, das war auch schon mein Punkt. Danke. Bevor wir gleich in die Fragerunde einsteigen, also schreibt gerne eure Fragen in den Chat oder ins Q&A, würde ich gerne noch eine Person kurz das Wort geben, und das ist Joy Schäflein. Joy war eine der zufällig ausgelosten Bürgerinnen, die am Prozess teilgenommen haben. Joy war zusammen mit Anna und mir in dem Bereich Rechtsstaatlichkeit und Werte aktiv und hat da als Hauptbotschafterin der Bürger die Verhandlungen geführt. Und vielleicht kannst du, Joy, uns noch ein bisschen sagen, wie du diesen Prozess wahrgenommen hast und was du dir jetzt wünschst heute nach der Schlussveranstaltung. Danke, dass du hier bist und kurz sagst. Du kannst jetzt dein Mikro anstellen und dann müsstest du sprechen können. Okay, ich hoffe, man kann mich hören. Ich bin im Hotel und habe die Internetverbindung bisher noch nicht ausprobiert. Okay, also erstmal freue ich mich sehr, hier auch dabei zu sein. Und ja, tatsächlich ist es heute ein bisschen eine bittersüße Veranstaltung gewesen, weil wir ja so viel Arbeit und so viel Mühe in den Prozess gesteckt haben, der jetzt halt für uns Botschafterinnen und Botschafter erstmal vorbei ist. Aber ich habe wirklich vor allem die Arbeit in der Arbeitsgruppe sehr, sehr genossen, weil ich das Gefühl hatte, dass zwar im Plenum natürlich der Diskurs mit allen stattfinden konnte, aber in der Arbeitsgruppe konnten wir wirklich an die Substanz gehen und ins Detail und konnten die Sachen aufarbeiten, die wir aufarbeiten wollten. Und vor allem bei uns in der Arbeitsgruppe ist es mir aufgefallen, dass die Politikerinnen und Politiker wirklich tatkräftig dabei gewesen sind. Ich habe da aus anderen Arbeitsgruppen andere Dinge gehört. Aber ich habe es wirklich sehr genossen, dass vor allem die ParlamentarierInnen sich da sehr rege beteiligt haben und auch wirklich darauf geachtet haben, was die eigentlichen Empfehlungen aus den verschiedenen Panels waren. Und dass wir da wirklich drauf eingegangen sind. Und ich denke, wir haben ein paar wirklich gute Proposals jetzt dabei rausgebracht. Und ich will nicht sagen frohen Mutes, aber nach der heutigen Veranstaltung auf jeden Fall zuversichtlich, dass wir da auch Resultate sehen werden. Vor allem, weil ich halt weiß, dass da weiterhin Menschen involviert und beteiligt sind, denen das Thema scheinbar wirklich am Herzen liegt. Also wir werden uns da als Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin einmischen, soweit wir das halt können. Wir werden in Verbindung bleiben mit den PolitikerInnen. Und dann, ja, ich sage immer, ich bin vorsichtig optimistisch, aber genau. Wir wollen natürlich sehen, dass unsere Proposals aufgegriffen werden, und das Thema Vertragsänderungen wurde immer wieder aufgegriffen. Nicht nur in der Arbeitsgruppe, sondern auch im Plenum, vor allem von den PolitikerInnen. Und uns wurde oft vorgeworfen, halt solche Vertragsänderungen nur haben zu wollen, weil wir irgendwie dagegen sind in irgendeiner Art und Weise. Aber tatsächlich haben wir uns als normale Bürgerinnen und Bürger anfänglich gar nicht damit auseinandergesetzt, was in den Verträgen enthalten ist. Wir haben einfach nur geäußert, was uns wichtig ist, was uns am Herzen liegt. Und unser Fazit war, wenn das Vertragsänderungen erforderlich macht, dann ist das eben der Weg, den wir gehen sollten. Genau, soweit erstmal dazu. Super, ganz vielen Dank, Joy. Ich glaube in der Tat auch, also es ist ja angeklungen auch heute, ne, dass sich die verschiedenen Institutionen mit allen Vorschlägen auseinandersetzen wollen. Und natürlich geht es nicht nur um die Vertragsänderung und den Konvent. Ich habe aber doch ein bisschen so den Eindruck, ne, dass die Bereitschaft, eben auch an die Verträge ranzugehen, ein Indikator dafür ist, ob man jetzt insgesamt die Empfehlungen ernst nimmt oder nicht. Und dass wahrscheinlich die Regierungen, die jetzt sagen, gar keinen Konvent, im Zweifel auch keine Gesetzesänderungen oder Budgetänderungen oder wo man die Sachen sonst umsetzen könnte, wollen, die in diese Richtung gehen. Ich würde in die Fragen einsteigen. Die erste Frage kommt von Holger Blenske, und ich kann auf jeden Fall die TeilnehmerInnen dieses Webinars noch auffordern, Fragen zu stellen, denn bisher haben wir hauptsächlich Männer, die Fragen stellen. Also erste Frage von Holger
Lenske, liegt das Risiko für Europa nicht in den Ablehnungstendenzen wie in Ungarn oder auch Polen, wie das auch der Brexit gezeigt hat? Wäre nicht Einigkeit die einzige Antwort, die Europa geben könnte und müsste? Ich weiß nicht. Joschka, Pega. Das ist die Krux dieser Europa-Diskussion. Das Wünschbare und das Machbare. Die landen oft im Wünschbaren. Ja, natürlich wäre das hervorragend. Aber, und ich sehe auch Entwicklungen. Ich denke, die polnische Position wird im Lichte der Ukraine-Erfahrung sich verändern. Wie weitgehend das der Fall ist, das werden wir abwarten müssen. Während bei Orban sehe ich kein Licht am Ende der Finsternis. Der fühlt sich durch seine Wiederwahl bestätigt und hält sich für ein Gottesgeschenk. Der wird jede Einstimmigkeit, wo es erforderlich ist, blockieren. Er ist ja nicht allein. Seine Partei, die Fidesz, würde ja in einem Konvent dann auch sein. Und das ist das große Problem. Das heißt, wenn man darüber nachdenkt, muss man schon über die politischen Hebel nachdenken. Deswegen insistiere ich ja so auf der Krise, weil es ergibt sich einfach die Sicherheitsfrage, wenn man die entsprechend durchdekliniert, wenn man klar macht, was mit Europa geht und was ohne Europa nicht geht, was Nationalstaaten nicht mehr können, schon gar nicht kleinere und mittlere, aber auch die Großen nicht mehr, dann denke ich, wird dieser Widerstand überwindbar sein. Das wird einen langen Atem bedürfen, aber meine Erfahrung ist die, am Ende die Machtfrage wird an der Politik entschieden und zwar nicht an der institutionellen Politik, sondern was kann Europa liefern und nur Europa. Das ist das Entscheidende aus meiner Sicht. Also ich glaube, richtig ist, dass Krisen Situationen herbeirufen und Türen öffnen. Also man sagt Critical Junctures, historisch gesehen, Fahrtabhängigkeiten brechen können, weil in einer Krisensituation dann Staaten sehen, sie müssen jetzt einheitlich agieren und dadurch können neue Entwicklungen entstehen. Deswegen würde ich Joschka Fischer da absolut recht geben. Aber ich glaube, es sind Sachen, die gleichzeitig parallel laufen müssen. Also diese Krisensituation kann Türen öffnen, aber wir müssen mittel- und langfristig auch deutlich viel Arbeit in die Demokratie Europas und Rechtsstaatlichkeit stecken. Also die Förderung von demokratischen Kräften innerhalb Europas ist eine permanente Aufgabe von meiner Person, die in der Parteiebene aktiv ist. So, ne? Also jeder hat ja seine Ebene, wo er agiert und seinen Handlungsspielraum. Und das ist die Ebene, die ich sehe, um eben Orbáns und Rechtspopulisten mittel- und langfristig die Stirn zu bieten oder denen halt den Boden unter den Füßen zu entziehen. So. So, ich beiden, die nächsten zwei Fragen nehme ich zusammen von Christian und Gerald. Wie stehen die Chancen für eine Verfassung und was ist mit den 10 Mitgliedstaaten, die sich gerade in einem Non-Paper gegen Vertragsänderungen ausgesprochen haben. Wir können gerade noch mal versuchen, Anna, ob das über das Telefon klappt, wenn du dazu was sagen willst. Sonst kann ich auch was dazu sagen. Geht das bei dir, Anna? Sonst würde ich sagen, also... Ja. Ja. Jetzt müsste es gehen, ne? Ja hallo? Jetzt hören wir okay, dich. Sorry, also ja, die Technik manchmal ein Drama. Ja, also eben noch sagen wollte, also ich glaube, es ist jetzt erstmal, und das beantwortet auch die beiden Fragen etwas, es ist jetzt wirklich erstmal wichtig, dass wir jetzt das Momentum, dass wir das jetzt wirklich in den Prozess, in die Strecke sozusagen bis zum Europäischen Rat Ende Juni und wirklich gemeinsam jetzt ein Verfahren aufsetzen, wie wir sowohl im Rat als auch im Parlament und mit Unterstützung der Kommission eben uns mit diesen ganz konkreten 325 Empfehlungen der Bürgerinnen und Bürger auseinandersetzen und auch die 10 Mitgliedstaaten oder sind mittlerweile, glaube ich, sogar ein paar mehr, die
ein sozusagen eher vor allen Dingen institutionelle Reformen skeptisches Non-Paper jetzt unterzeichnet haben, dazu haben die sich auch bekannt. Also die haben sich dazu bekannt, dass in dem Prozess, dass wir den Prozess der Zukunftskonferenz ernst nehmen, die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger, dass die im Zentrum stehen müssen und dass wir jetzt die sozusagen ernsthaften Verfahren finden müssen, wie wir die weiter diskutieren, abstimmen, gucken, welche mehrheitsfähig sind, welche eher nicht, welche auch schon ein Teil der Umsätze sind, welche eher nicht. So. Und da müssen wir jetzt sozusagen ganz genau dran arbeiten, dass wir die sozusagen an gemeinsames Versprechen, was der Rat gegeben hat, eben erinnern und wir eben daran arbeiten. Und das sind der Vorschläge der Zukunftskonferenz betreffen ja Politikbereiche, für die man gar keine großen Vertragsänderungen jetzt am Ende braucht. Also das heißt, das sind Vorschläge im Klimaschutz, Vorschläge bei der Digitalisierung, Vorschläge bei Sicherheit, also lauter Sachen, die wir auch sagen können, hier die EU wirklich auch demokratisch, was Bürgerinnen und Bürger vorschlagen. So, also das halte ich für super zentral. Und dann wird es so sein, dass am Ende eines solchen Prozesses auf jeden Fall gute Übungen, die belassen wird, dass wir eben institutionell auch weiter vorankommen. Und wenn wir das machen, glaube ich, können wir sozusagen über diese inhaltliche Schiene, also darüber, dass wir sagen, wir wollen doch alle gemeinsam jetzt im Lichte dieser Krise handlungsfähiger sein. Wir müssen solidarisch miteinander sein, wenn wir gehen wollen. In dieser globalen Auseinandersetzung zwischen Russland, China, USA, wenn wir da unsere eigene Stimme hörbar machen wollen, wenn wir unseren Rechtsvorgang sichern wollen, dann müssen wir eben auch besser und effizienter zusammenarbeiten. Mir hat das sehr gut gefallen, wie Macron das vorhin formuliert hat, damit in Bezug auf Effizienz, auf was so rum, glaube ich, kann da ein Schuh draus werden und dann können wir halt wirklich diesen großen Moment nutzen und sagen, wir nutzen den, um noch in der Sache zu rücken. Daniel, lass mich da mal ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Die Grünen behaupten von sich, Europapartei zu sein in Deutschland. Was ist mit den französischen Grünen? Die sind jetzt ein Bündnis mit dem ganz linken Kandidaten eingegangen. Mélenchon, den kann man nicht gerade als Freund Europas bezeichnen. Also ich zumindest tue das nicht. Und ich würde da auch keine großen Hoffnungen auf den setzen. Mélenchon, sollte er Erfolg haben bei den Parlamentswahlen, was ich nicht hoffe, wird er in die Gegenrichtung gehen. Also was ist damit? Ist eine Frage, die man stellen muss an einem solchen Tag. Giga hat sich gemeldet. Ich kann da gleich gerne sonst auch noch was zu sagen. Ich habe heute noch mit den französischen Grünen darüber gesprochen. Das ist jetzt ein sehr pragmatischer Schritt, weil es keine andere Möglichkeit gibt, sonst Plätze im Parlament zu kriegen. Und es ist enorm wichtig, dass die Grünen im Parlament Plätze haben und dort als Abgeordnete sind für die weitere Arbeit und Existenz der Grünen in Frankreich. Aber sie machen deutlich, dass es da erhebliche Unterschiede zwischen ihrer Europaprogrammatik und die von Mélenchon gibt und auch in der Außen- und Sicherheitspolitik. Sie sehen das jetzt auch nicht als eine Ehe für immer, sondern das ist gerade eine Kooperation, die zeitbefristet eingegangen wird, und in der gemeinsamen Strategie und Programmatik haben sie auch sichergestellt, dass da keine antieuropäische Grundsätze festgehalten werden. Also sie sind weiterhin eine sehr proeuropäische Partei, die Europa vor die Klammer ziehen und mit Mélenchon nicht jemanden, dass sie keinen antieuropäischen Kurs dadurch fahren wollen. Aber es ist im Augenblick angesichts der Tatsache, wie das französische politische System auch ist, und wenn man sich da mal reindenkt, ist das sehr auch ein kompliziertes System und schwierig, gerade die einzige Chance, ins Parlament zu kommen. Aber bist du dem klar, was du uns gerade gesagt hast? Du hast gesagt, die französischen Grünen hätten gesagt, die nationale Ebene ist wichtiger als unsere europäische Position. Doch, doch, doch.
Und ich insistiere da deswegen darauf, wenn schon bei den Grünen, von deren grundsätzlicher Europaorientierung ich keinen Zweifel habe, aber wenn schon da solche Dinge auftauchen, was glaubst du, wie das jetzt bei den anderen ist? Ich plädiere für Realismus. Aber Joschka, wenn ich dich mal daran erinnern darf, als wir 2002 bis 2004 mit dem Konvent beschäftigt waren, hatten wir auch mit den Grünen in Dänemark und Schweden zu tun, die damals diesem ganzen Prozess auch sehr, sehr skeptisch gegenüberstanden. Also sozusagen, das gibt es schon immer mal wieder, dass in der Parteienfamilie nicht alle wirklich eindeutig auf der gleichen Linie da sind. Ich will nur sozusagen zu der französischen Debatte einen Punkt sagen. Also mich hatte wirklich das Wahlergebnis von Marine Le Pen, mich hat das total geschockt da vor 2 Wochen. Also über 40% für eine Kandidatin, die nachweislich Geld aus kremlnahen Quellen bekommt. Ja? Und das ist ja auch bekannt. Also sie hat ja sogar auch Fotos mit ihm gemacht und so. Ne? Und das bedeutet halt wirklich, dass sozusagen für zum einen für das, was wir machen müssen, um Europa zu sichern vor dieser russischen Aggression, ja, dass wir dafür halt wirklich ganz anders um Unterstützung werben müssen, uns auch gegen Desinformation schützen müssen, das ist der andere Punkt. Und der zweite Punkt, was das sagt, die meisten Leute, die sie gewählt haben, haben gesagt, es hat was mit Kaufkraft zu tun, das hat was mit sozialer Sicherheit, sozialem Ausgleich zu tun. Und da, das Stichwort Sicherheit, müssen wir halt auch klar machen, wie wir es schaffen, gemeinsam in Europa eben auch die soziale Sicherheit von Menschen zu sichern. So, und da sozusagen haben wir auf europäischer Ebene momentan relativ begrenzte Instrumente. Wir setzen es als Mindestlohn ein und dergleichen. Aber wir brauchen viel stärker, und das ist nicht nur ein Kommunikationsthema, das ist, glaube ich, auch wirklich ein Schwerpunktthema, einen Fokus darauf, wie wir es schaffen, gute Arbeitsplätze in Europa zu halten und zu schaffen, eben durch diese Zusammenarbeit in Brüssel, sagen wir einmal zusammengefasst. Also da müssen wir, das treibt mich wirklich um, weil wenn wir da mal kommunikativ es nicht schaffen, das klar zu machen, was wir bisher schon machen, aber ich glaube, wir brauchen auch ein paar neue Instrumente, ein paar neue Ideen, wie wir da eben besser drin werden können, dass das auch wirklich in Regionen ankommt, wo die Leute sich eher da etwas abgehängt fühlen. Und sonst können wir das auch irgendwie einpacken und nach Hause gehen. Ja, Anna, ich nehme mal noch die Frage von Gregor Mainz dazu, zu dem Blog, den wir vorhatten. Also auf dem Non-Paper sind wohl mittlerweile 13 drauf. Wenn man Ungarn noch ins Camp rechnet, derer, die wahrscheinlich eher kritisch sind, was Vertragsänderungen angeht, dann würde es schon schwierig. Also das Europäische Parlament hat ja letzte Woche sich in sehr großer Mehrheit dafür ausgesprochen, dass das Parlament den Konvent auslösen soll. Heute haben wir alle drei Präsidenten der Institutionen genau in diese Richtung gehört. Bei den Befürwortern sind die großen Staaten alle dabei, auch eine Reihe mittlere und kleinere. Und die Gruppe der Staaten, die kritisch sind, das sind die Skandinavier und osteuropäische Staaten. Aber auch da, es ist keine komplette Spaltung. Ne? Es gibt auch osteuropäische Staaten wie die Slowakei zum Beispiel, die sehr dafür sind. Auch die neu gewählte slowenische Regierung ist sehr offen, was diese Sachen angeht. Also ich glaube, Gregor Mainz, wenn Sie fragen, ne, ob es damit erledigt ist, ich glaube das nicht. Allein schon die slowenische Regierung, ne, das ist noch die alte, die das gerade unterschrieben hat. Die neue kommt aber in den nächsten Wochen jetzt ins Amt, sieht die Sache sehr anders. Die Frage ist am Ende, und Joschka hat es gesagt, ob die Regierungen den historischen Moment sehen. Ich glaube, Macron hat das heute sehr, sehr eindrücklich gesagt. Nun wird man sehen in den nächsten Wochen, wie diese Gespräche laufen. Ne? Wie sehr, Anna, du in der deutschen Bundesregierung, wie die französische Regierung, wie Mario Draghi und Sanchez in Spanien, ob man genug Mitgliedsländer noch überzeugen kann, dass man mindestens mal die Debatte anfängt. Ich glaube, es ist elementar wichtig, um die Bürgerinnen und Bürger, die das jetzt auch wirklich von uns erwarten, nicht zu enttäuschen.
dass man nach diesem breiten Beteiligungsprozess das nicht einfach alles ignoriert. Die nächste Frage, Joschka, glaube ich an dich, von Dominik. Wenn ich sie richtig verstehe, müsste ein Kompetenzzuwachs an die EU dann aber ja vor allem in Richtung Rat gehen. Zumindest nach traditioneller Lesart schlägt in Krisen ja bekanntlich die Stunde der Exekutive. Könnten Sie vielleicht ausführen, was schwebt Ihnen vor, eine Art Sicherheitsrat oder Ähnliches zu gründen für die EU? Ich glaube, mit dem Sicherheitsrat würde man sich in die völlig falsche Richtung begeben. Wir sehen das ja in, weil der Widerspruch zwischen den Großen und den Kleinen würde dann brutal aufbrechen und versuchen zu institutionalisieren. Dafür bekommen sie nie Einstimmigkeit. Die Entscheidung wird sein, aus meiner Sicht nicht, dass wir in Richtung eines Sicherheitsrats gehen, sondern das Abstimmungsprinzip, das heißt Mehrheitsentscheidungen versuchen durchzusetzen und dann eben auch, was kann die EU an Sicherheit tatsächlich garantieren? Damit bekommt man natürlich die Balten und vor allen Dingen auch die Osteuropäer, die sehr nah dran sind an der Krise, an dem Krieg. Und ich denke, da ließen sich Mehrheiten dann verändern. Dass das in Richtung Rat geht, da bin ich nicht so der Meinung, sondern in dieser Krise wird es darauf ankommen, den hohen Beauftragten mit Leben zu erfüllen. Also nicht nur das Abstimmungsverfahren zu ändern, sondern mit Leben zu erfüllen. Und dann eben auch das schwierige Thema, das weniger schwierig wird, das Verhältnis von EU zu NATO im militärischen Bereich. Ich will das ganz offen sagen. Also die Brüssel, die Kommission hat schon eine bedeutende Rolle in dem Ganzen, wenn wir über exekutive Stärkung sprechen in einem Moment wie diesen. Da würde ich nicht nur auf die Regierung setzen. Das ist übrigens eines der ganz großen Hemmnisse. Eine Stärkung der Gemeinschaftsinstitution, Kommission, gegen die Regierung. Also ich glaube, da wird man selbst in Berlin Riesenprobleme bekommen, von Paris ganz zu schweigen. Und da liegen die eigentlichen Probleme in den institutionellen Gewichten. Nur ich sehe nicht, dass vor allen Dingen der Rat da gestärkt werden muss. Ich glaube, wenn das auf ein Europa hinausläuft, wo der Rat das Zentrum der Macht in der EU bleibt, wird es mit eurer Initiative nicht weit gehen. Also, das ist absehbar. Sondern wenn, dann muss es in Richtung Stärkung der Gemeinschaftsinstitutionen gehen. Und das wird, Halleluja, da habt ihr euch was vorgenommen. Magst du auch noch, Pigger? Sonst lese ich die nächste Frage vor von Wolfgang. Warum erscheint es derart unmöglich zu sein, das Einstimmigkeitsprinzip abzuschaffen? Und wäre es nicht insbesondere den europamüden Bürgern vermittelbar, wenn Europa stärker als handlungsfähige Institution ausgestattet würde? Ja, den Wunsch teile ich. Aber macht euch keine Illusion. Wenn das Einstimmigkeitsprinzip ist die Machtfrage in diesem Staatenverbund. Und das weiß jeder im Rat. Und wer das Einstimmigkeitsprinzip in der Kernfrage aufheben will, der stellt die Machtfrage. Punkt. Und doch, Joschka, als ihr das letzte Mal im Konvent angegangen seid. Und das, was dann am Ende im Vertrag von Lissabon ja rausgekommen ist, war ja die Abschaffung der Einstimmigkeit in ganz vielen Politikbereichen. Da ging es ja zum Beispiel um die europäische Agrarpolitik. Damals das mit Abstand größte Paket, wo es ums Geld geht. Da hat man gesagt, wir machen normale Gesetzgebung, Mehrheit im Europäischen Parlament, qualifizierte Mehrheit im Rat. Das hat in der Vergangenheit schon mal geklappt. Wie habt ihr es geschafft und wie schaffen wir es nochmal? Aber nicht bei der Kernfrage.
Also würden die Staaten zustimmen, ihr Vetorecht, also den Zwang zur Einstimmigkeit, aufzugeben? Niemals. Ich kann da keine positive Antwort drauf geben, es tut mir leid. Aber meine Erfahrung ist die, sobald du auch nur in den Bereich kommst, reagieren die Vertreter der Nationalstaaten alle gleich. Ich nehme da die Deutschen genauso mit rein, sowieso die Franzosen, und alle reagieren da gleich. Es ist so. Egal. Ja, also ich meine, diejenigen, die das abschaffen müssen, sind die, da sind eben auch die darunter, die diese Machtfrage nicht teilen wollen und ihre Macht nicht abgeben wollen. Das ist natürlich das Dilemma. Aber ich komme dann ja immer wieder auf die Bürgerinnen und Bürger zurück und das Prinzip der Demokratie, dass man ja in Europa demokratische Staaten hat, die Bürgerinnen und Bürger, die Regierung ja auch wählen. Und da ist jetzt so die Frage, ob von woanders ein Druck kommen kann, um halt sie dazu zu bewegen, dieses Einstimmigkeitsprinzip aufzugeben. Also es ist, ich würde es jetzt nicht aufgeben, weil das wäre der einzige Hebel, den man noch hat, von der Gesellschaft aus diesen Druck aufzubauen. Ist sehr schwierig, aber vielleicht auch fast unmöglich, aber dennoch wäre das ein gangbarer Weg oder der gangbarere Weg, dass man Staaten diejenigen dazu kriegt, ihre Macht abzugeben, die halt genauso denken, ist halt noch schwieriger. Dann eine Frage von Norbert zum Europa der zwei Geschwindigkeiten. Das ist ein Punkt, den auch Emmanuel Macron heute nochmal stark angesprochen hat. Das Europa der vielen Geschwindigkeiten ist ja heute Realität. Ne? Wir haben ja andere Gruppen von Mitgliedstaaten beim Euro, bei Schengen. Bei der Europäischen Staatsanwaltschaft ist es wieder eine andere Gruppe. Also es ist eine Realität, dass wir verschiedene Geschwindigkeiten haben. Wir haben, als wir dieses große Paket vor anderthalb Jahren verhandelt haben, wo es um den 7-Jahres-Haushalt ging, den mehrjährigen Finanzrahmen, wo es um die Corona-Hilfen ging und den Rechtsstaatsmechanismus, den ich ja mit verhandelt habe, da gab es ja Vetos von Polen und von Ungarn. Und in dem Moment haben sich die Vetos aufgelöst, wo die Kommission angefangen hat, laut darüber nachzudenken, wir machen die Corona-Hilfen, wir machen im Zweifel auch den Haushalt am Ende ohne Polen und Ungarn. Vielleicht könnt ihr noch mal was dazu sagen, wie ihr darüber nachdenkt, verstärkte Zusammenarbeit, einzelne Gruppen von Ländern, die im Zweifel vorangehen, wenn man nicht alle an Bord bekäme. Wie steht ihr dazu? Also, wenn ich vielleicht kurz anfangen darf, generell erst recht in dieser aktuellen Krise ist es immer am besten, wenn wir alle zusammenstehen. So, also das ist sozusagen, muss das Ziel der Europapolitik sein. Aber zweitens wissen wir, dass es eben in einigen Politikbereichen wir da nicht übereinkommen. Und deswegen muss man da eben pragmatisch vorangehen. Wir haben das ja in verschiedenen Bereichen eben auch schon gemacht. Euro, Schengen, die großen Stichworte. Und ich glaube, wir werden das in Zukunft noch häufiger machen müssen. Es muss dabei aber auch klar sein, dass das dann auch Zusammenarbeiten sind, die zum einen offen sind, für alle zu mitmachen, wenn sich zum Beispiel mal eine Regierung auch ändert, dass die dann mitmachen können. Und zweitens, dass die Gemeinschaftsinstitutionen, also Parlament und Kommission, da auch mit daran beteiligt sind, um auch die demokratische Kontrolle sicherzustellen. So, aber ich glaube, worauf es hinauslaufen wird in den nächsten Jahren, in dieser komplexen Zeit und wo wir auch in einigen Ländern, ne, sozusagen Stichwort das Wasser, was Joschka eben in meinen Wein gegossen hat, wo es wirklich halt einige Länder gibt, die viele europapolitische Themen sehr, sehr anders sehen als wir. Da muss man eben irgendwann dann sagen, okay, dann machen wir eben das, wo wir weiter zusammenarbeiten wollen, wo wir weiter voranschreiben wollen, dann eben an der Stelle dann ohne euch. Das kann dann eine Option sein, das kann dann dazu auch führen, dass vielleicht Positionen sich ändern, in der Tat. Aber insgesamt, glaube ich, müssen wir jetzt wirklich die nächsten Monate und auch wahrscheinlich die Zeit danach nochmal nutzen, um
wirklich kreativ auch über die aktuelle Lage nachzudenken, weil es hat sich sehr, sehr viel geändert. Und was mich jetzt gerade immer noch sehr stört, ist, dass viele der Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen, das sind Vorschläge, die wir eigentlich seit 20, 30 Jahren schon diskutieren. Ne? Und ich glaube, in einer Situation, wo die ganzen geopolitischen Rahmenbedingungen sich so dramatisch ändern, wo wir mitten in der Klimakrise stecken, brauchen wir eben auch eine ganze Reihe von neuen Antworten. Und da sollten wir jetzt drüber nachdenken. Und damit muss ich auch losgehen zum Zug. Also ich kann mich dem nur anschließen, vor allen Dingen dem letzten. Wir werden eine sehr viel flexiblere EU brauchen. Ich würde das nicht als unterschiedliche Geschwindigkeit, es geht nicht um die Geschwindigkeit. Ich denke, es wäre eine schwache EU, wenn wir das formalisieren würden. Dann wäre Europa gespalten und das sollte man sich gut überlegen. Aber es geht um Flexibilität. Das einzige Instrument, was die EU, das Anreizinstrument, auf der geopolitischen Ebene hat, ist das Versprechen Vollmitgliedschaft. Aber wir haben geopolitische Interessen, die weit über die Vollmitgliedschaft hinausgehen. Und können wir dann sagen, Vollmitgliedschaft oder keine Zusammenarbeit? Ich hielte das für sehr unklug. Wir haben unterschiedliche Bereiche. Wir haben den gemeinsamen Markt. Wir haben die Währungsunion. Wir haben die Verpflichtung auf Rechtsstaat und Demokratie. All diese Dinge spielen da mit hinein. Ich denke, man muss sich da ein Stück weit von diesem Mechanismus Vollmitgliedschaft oder sonst nichts lösen. Und ich denke, in die Richtung hat Macron heute gesprochen. Und das schafft mehr Flexibilität. Die brauchen wir als geopolitischer Akteur. Um das mehrheitsfähig zu bekommen, meine ich, müsstest du akzeptieren, dass die EU, so wie sie heute ist, dass die, die heute Vollmitglied sind, sind Vollmitglied. Punkt. Damit könnte man das Abstimmungsverhalten beeinflussen, denn dann wäre erstmal garantiert, dass keiner einen Statusverlust oder einen materiellen Verlust hat. Und in diese Richtung würde ich raten, zu denken. Jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich habe leider noch einen Anschlusstermin. Es hat mir großen Spaß gemacht, Daniel. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Und in der Sache habe ich kein Problem bei den Inhalten. Wie gesagt, macht weiter so. Vielen Dank. Danke, Joschka. Danke, Anna, dass du mit dabei warst. Danke, Pega, dass du teilgenommen hast. Und danke euch allen fürs Zuhören und fürs fleißig Fragestellen. Wenn noch wichtige Fragen unbeantwortet geblieben sind, schreibt gerne eine E-Mail oder in den sozialen Medien und wir versuchen, das alles noch zu bearbeiten. Einen ganz wunderbaren Europatag wünsche ich euch noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, ciao.